Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Kanal-Update. Heute gibt es ein kurzes und knackiges Update zum Thema anstehende Projekte und Mastershot. Und was ich euch in diesem Kanal-Update zu sagen habe und was es zu berichten gibt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es ein kurzes Kanal-Update und bevor wir anfangen, möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir vor kurzem die 800 Abos auf Instagram geknackt haben. Solltet ihr also noch kein Abonnent sein und Interesse daran haben, einfach mal ein paar Dinge zu sehen, die man so vielleicht in Videos jetzt nicht zu sehen bekommt, vielleicht auch mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und einfach schöne Bilder mit Yu-Gi-Oh!-Karten zu sehen, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu meinem Instagram-Profil. Die eine oder andere Sache liken und ein Abonnement dalassen. Wäre wirklich cool von euch. Darüber hinaus haben wir einen Discord-Channel, der jetzt mittlerweile schon an den 100 Mitgliedern kratzt. Richtig cool von euch, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viele mitmachen. Wäre cool, wenn wir noch mehr werden. In der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link zu unserem Discord-Server. Da könnt ihr mir persönlich Fragen stellen. Ihr könnt traden, kaufen, verkaufen. Ihr könnt euch in Sprach- oder Textchats unterhalten und so weiter und so fort. Ist eine nette kleine Community. Ist tatsächlich doch so relativ aktiv tatsächlich. Und würde mich freuen, wenn ich euch dort zu Gesicht bekomme. Ja, jetzt kommen wir mal ganz kurz zum Thema anstehende Projekte. Aktuell bin ich am ersten Video von Yu-Gi-Oh! Upgrade. Yu-Gi-Oh! Upgrade ist ein Format für alle, die es noch nicht erfahren haben oder noch nicht wissen. Das habe ich nur mal in Form eines kleinen Community-Beitrags angekündigt, in dem ihr mir eure alten Sammlungen zuschicken könnt. Voraussetzung ist natürlich, dass es wirklich eine alte Sammlung ist und nichts, was schon komplett aufmöbliert wurde. Mir einen Betrag überweist von 30, 50, 80, 100 Euro und ich aus eurer Sammlung und diesem Betrag das Beste raushole, was geht an Zubehörmaterial, das optische Aufpolieren etc. ppa. Und diesen ganzen Prozess vom Ankommen eures Pakets, vom Öffnen, dem ersten Durchschauen, dem Sortieren, dem Kaufen der Ware, dem Öffnen der Ware, die dann kommt, dem Verpacken und dem wieder an euch zurücksenden. Das wird alles in einem Video zusammengefasst und dann quasi veröffentlicht. Ist einfach, ja, ich denke mal, einfach ein schlichtes Unterhaltungsformat. Da muss man nicht großartig mit dem Kopf dabei sein. Die erste Sammlung habe ich auch schon hier. Da bezahle ich sogar das Zubehör einfach für das zur Verfügung stellen des Ganzen, weil das natürlich das erste Video ist und natürlich sollte man auch zuerst mal zeigen, wie das Ganze eigentlich funktioniert und dann am Ende aussieht, weil einem einfach mal so random die Sammlung zuschicken, ist natürlich dann doch immer eine immense Vertrauenssache. So, darüber hinaus, Yu-Gi-Oh! History bin ich gerade noch nicht ganz am Machen, weil mir ist nämlich meine zweite Softbox verreckt. Ihr werdet es vielleicht auch sehen, hier ist irgendwie das Licht nicht so ganz optimal, aber nur der Kippschalter. Das bedeutet, morgen werde ich mir einen neuen Schalter suchen, kaufen, wie auch immer, und den dann da reinbauen und dann funktioniert das hoffentlich wieder. Und dann werde ich auch mit Yu-Gi-Oh! History starten. Es kommen einige Folgen Neuzugänge noch auf uns zu. Genau. Das ist so das, was jetzt in nächster Zeit ansteht. Und ganz wichtig, wir kommen jetzt zum Thema aller Themen, der Mastershot. Ich erkläre nochmal für alle, was der Mastershot ist. Der Mastershot ist eine etwas aufwendigere Form des Beauty Shots. Das kennen wir aus Openings, in dem halt eine Karte einfach schön präsentiert wird, wenn wir sie gezogen haben. Und wie ein Mastershot im Verhältnis zu einem Beauty Shot aussieht, das zeige ich euch jetzt noch ganz kurz. So, das war jetzt Mastershot vs. Beauty Shot sozusagen. Und zunächst mal möchte ich mit einem Missverständnis aufklären. Viele sind offensichtlich der Meinung gewesen, dass der Beauty Shot jetzt durch den Mastershot ersetzt wird. Das stimmt überhaupt nicht. Also keine Sorge, Leute. Es wird jetzt nicht nur noch Mastershots geben. Das wäre allein schon aufgrund der Tatsache nicht möglich, dass ein Mastershot ca. 2-4 Stunden zum Produzieren braucht. Der Mastershot wird nur eingesetzt, wenn wir etwas wirklich Krasses ziehen. Ausgenommen das Ancient
Guardians Opening letztens, denn da habe ich diesen Master Shot testweise bei einer coolen Karte eingeführt. Normalerweise wird diese Master Shot nur dann eingesetzt, wenn wir eine Starlight ziehen oder wenn wir eine Ghost ziehen oder sonst irgendetwas krass geshortprintet ist, whatever. So, dann kommt der Master Shot zum Einsatz. Bei allem anderen wird es weiterhin den ganz normalen Beauty Shot geben. So, also ganz ruhig, ne? Darüber hinaus gab es natürlich einige Kritikpunkte an dem Master Shot. Die Bewegungen sind zu schnell und es wackelt zu sehr und hast du nicht gesehen. Natürlich war das der erste Master Shot, den ich produziert habe und es war nur ein Testlauf in diesem Video. So, ihr müsst, sag ich mal, in Teilen aufhören, immer davon auszugehen, dass das, was ihr als erstes seht, auch gleich das Endergebnis ist. So, ich entwickle mich immer, ich probiere etwas aus, bleib dran, verbessere es und so weiter. Vor allen Dingen kritisiert wurde dieses Wackeln innerhalb dieses Master Shots. Man meinte, man könnte irgendwie in diesem Master Shot das Artwork nicht so richtig erkennen und so weiter und so fort. Sehe ich persönlich nicht so. Also meine persönliche Meinung, also meiner persönlichen Meinung nach, ist der Master Shot so wie er ist eigentlich top. So, man erkennt das Artwork meiner Meinung nach hervorragend, so trotz den wackelnden Elementen. Ich werde vielleicht, also ich habe die jetzt auf 100 Hertz bearbeitet, vielleicht werde ich sie noch runter auf 80 oder 60 setzen. Das schauen wir dann innerhalb der nächsten Beauty Shots. Und in irgendeiner Art und Weise müssen sie sich natürlich von den normalen Beauty Shots abheben. Und da ist es natürlich unerlässlich, dass man da vielleicht auch mit ein bisschen Effekten spielt, mit anderen Kamerafahrten etc. Das heißt, das wird auf jeden Fall vom Grundgerüst her so bleiben. Es wird noch kleine Änderungen geben. Ich habe dazu auch eine Umfrage gestartet, bei der weit über 100 Leute teilgenommen haben. Und über 70% sind mit dem Beauty Shot, so wie er war, absolut zufrieden. So, und dementsprechend besteht für mich persönlich wirklich kein Handlungsbedarf, da jetzt etwas zu ändern, denn wenn wir mal ehrlich sind, recht machen kann man es nicht jedem. Irgendwer hat immer irgendetwas auszusetzen, egal was du machst. Und selbst der beste Film auf der Welt hat immer irgendwelche Leute, die ihn halt kritisieren oder die ihn halt nicht mögen. Und damit muss man leben und dementsprechend muss ich natürlich sagen, ich kann mich nicht jedem anpassen, wenn ihr versteht, was ich meine. Natürlich wird es noch Änderungen geben. Wie gesagt, ich werde mal versuchen mit diesem Wackeleffekt. Er wird definitiv bleiben. So, also das steht außer Frage. Aber ich werde versuchen, die Frequenz ein bisschen runterzusetzen, dass das Schütteln nicht mehr so heftig ist. Vielleicht werde ich auch nicht mehr durchgehend dieses Schütteln einsetzen. Ich habe bei dem einen Shot, wo hier bei diesen Monolithen, die Kamerafahrt war, wo das so runterging, habe ich ja durchgehend das Schütteln gemacht. Sollte so ein bisschen auch so was Erdbebenmäßiges imitieren. Das werde ich vielleicht ein bisschen runtersetzen, aber ansonsten muss ich sagen, bin ich auch wirklich top zufrieden mit dem Master Shot. Das war es an der Stelle allerdings auch schon wieder. Könnt ihr natürlich immer noch eure Meinung zu den Master Shots in die Kommentare schreiben. Wenn ihr das nicht schon getan habt, das ist natürlich jetzt vollkommen unnötig, eure Meinung zweimal reinzuschreiben. Also einige haben es ja schon unter dem Beitrag mit der Abstimmung getan und unter dem Video. Aber falls ihr eure Meinung noch nicht abgegeben habt, könnt ihr da gerne eure Meinung dalassen. Ich lese mir das durch, ich antworte gegebenenfalls auch drauf. Ich hoffe, ich sehe euch auf unserem Discord-Channel zu einem kleinen Pläuschen. Und wir sehen uns zu einem weiteren Video, welches vermutlich eine weitere Folge Commented Collection sein wird. Und macht... Das war eine super Überleitung, Julian! Ja, wir sehen uns dann zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.